Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind immer noch in Freifurt unterwegs und heute geht's von Mosbach nach Nebelau. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier. Und ihr seht schon, oh, 407. Schnuckelchen. Das sieht echt hübsch aus. Ein weiterer Überlandbus, den wir uns jetzt hier heute mal geschnappt haben. Um dementsprechend auch uns mal die Karte mal so ein bisschen genauer anzugucken. Und von daher, ja, würde ich gar nicht viele Worte verschwenden. Und wir setzen uns mal rein und lassen mal den Motor hoffentlich aufheulen. Da haben wir ihn. Jetzt haben wir auch ein bisschen Sound hier. So, wir sehen hier, wir sind auf der Linie A unterwegs nach Nebelau. Und das Ganze, wie gesagt, vom Mosbach. Dementsprechend, also Linie habe ich 0000, auslösen und Fahrt war 11 und auslösen, genau, da haben wir es. So, dementsprechend haben wir das Ganze schon eingestellt hier. Schildert auch da, ne, Nebelau, wundervoll, nur das A schildert er nicht, ist egal. Brauchen wir jetzt in dem Fall auch nicht. Ja, sonst, wie gesagt, ein sehr, sehr angenehmer Bus, wie wir hier unschwer sehen können. Ne? Also die Qualität, die ist, da fehlen mir die Worte zu, wirklich. So, wenn wir mal ein bisschen mal hier schon mal dafür sorgen, dass hier noch Luft drin kommt. Sonst gehen uns hier die Fahrgäste ein. Wollen wir natürlich nicht. Das sind doch so Busse aus meiner Generation, so, weißt du, so. Also, wir hatten jetzt ja nicht den Überlandbus, ne, bei uns in Berlin. Aber so mit der ganzen Heizung und alles sowas, der O405, einfach nur ein absoluter Traumbus gewesen. Absoluter Traumbus. Schade, wie gesagt, dass die heute nicht mehr wirklich im Einsatz sind. Hätte ich mich natürlich mega gefreut. Und ich hätte mal so ein Ding noch fahren dürfen. Aber naja. Was bist du hier? Du bist out of order, okay. Muss ja auch nicht sein. So, erstmal müssen wir hier gucken, dass wir hier wieder Licht anbekommen. Hier vorne brauchen wir kein Licht, aber zumindest Fahrgastraum wäre nicht schön. Und sonst, ja, können wir hier schon mal. Schon mal vorrollen, um uns die Fahrgäste zu holen. Hallo. Grüezi. Hier kann man auch wieder ein richtiges Ticket ausdrucken hier. Das ist noch ein relativ Fahrschein ermäßigt, Tageskarte. Aha, aber es sind nicht alle Tickets drin, ne? Tageskarte ist drin, Kind ist drin, Kind kurz, kurz normal. Aber das normale Ticket fehlt. Okay. Linienfahrt, Rückstorno. Ja, na gut. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Was haben wir hier noch? Funk. Musst du drücken, dann jetzt kannst du mit der Leitstelle sprechen. Wenn du den wegdrückst, dann. Dann liegt er wieder praktisch auf. So, der hat den Taster gar nicht. Okay. Naja, dann werden wir mal die. Aber ich sehe gerade schon wieder, er zeigt mir schon wieder nicht den Fahrplan an. Das ist. Also, so gut kenne ich die Linie leider nun doch nicht. Ah, müssen wir leider heute mit Hilfspfeile fahren. Es tut mir leid. Aber so, also anders als wir jetzt auf der anderen Linie, habe ich die leider jetzt noch nicht drin.
Ja, ihr wisst schon, was ich wieder machen will, ne? Ich brauche eigentlich nur einen Screenshot. Aber der ist so zimpelig hier. Du kannst hier nicht genau irgendwie. Das ist zu nah dran. Ey, es ist echt nicht einfach. Manchmal sind Screenshots wirklich die schwersten Sachen, die du machen kannst, ja. So hoch ein Stück. Ich will den doch nur in der Mitte haben. So, gut, dann Zeit vorspulen. 1, 2, 3. So. So ist mal losgefahren. Ach so, das ist wahrscheinlich Kindertaster. Hier, für den Kinderwunsch. Also Kinderwagen, Mann. Grüezi. So, Holocaust-Denkmal. Hallo. Grüezi, grüezi. Einmal nochmal, bitte. Einmal nochmal, ja, das haben wir nicht. Das fehlt hier.
Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Grüezi. Ich würde euch doch gerne Fahrkarte verkaufen. Tag. Ja, Hallöchen. Wollte gerade sagen, was ist los mit dir, Kind? Wir begrüßen Sie an Bord der Stadtbusse A und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Haltestelle, Erfurter Straße. Umsteigemöglichkeit zum Stadt- und Regionalbusverkehr der VGF. Muss aufpassen, hier steht ein Blitzer. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ja, schön, dass ihr alle normal haben wollt. Ich das hier aus irgendeinem Grund echt nicht ausdrucken kann. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Ich kann das hier echt nicht ausdrucken. Es ist echt hier nicht drin. Nö. Ist nicht drin. Hallo.
Hallo. Ja, hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Wow, was hast du ausdrucken können? Kurz drücken. Danke. Guten Abend. Eine Fahrkarte, bitte. Das ist ärgerlich. Fischhof, ja, Tag Manfred. Geht. Tag. Ah, ich finde die Karte so toll, ja, also es ist unglaublich. Lass hier einfach dann so ein bisschen Musik laufen lassen, verstehst du, so im Hintergrund. Und du drehst dir deine Runden für die Firma. Ich wollte gerade sagen. Ja, wie gesagt, Musik an, drehst ein paar Runden für die Firma, wo du halt arbeitest. Ja, und dann
ist das schon eine ziemlich geile Sache. Da könnte ich mich den ganzen Abend vorsitzen. Juju. Ja, nähern wir uns auch schon wieder am Ende hier. Also ich sag, Karte kann ich nur empfehlen. Also wirklich. Hatte ich hier anfangs tatsächlich ein paar Probleme mit der Karte, aber größtenteils lag es wirklich an der AI-List. Die musste ich halt einmal ein bisschen bearbeiten. Und dann ging das Ganze halt auch ohne Probleme. Ja, aber wie gesagt, also diese Karte, wer so ein bisschen auf so Überland steht, wirklich so Überlandbusse, so von Dorf zu Dorf gerne fährt, ja, für den ist das genau das Richtige. Nächste Haltestelle, Nebelau, Thüringen. Endhaltestelle. Wir bitten alle.
alle Fahrgäste auszusteigen. Hast hier immer so eine Parkplätze. Genau. Wie würdest denn du bitte so wenden, ja, dass du die Haltestelle so kriegst? Also das ist schon... So, yes. Damit sind wir an der Endhaltestelle hier angekommen. Ja, also wie gesagt, großartige Karte, kann ich wie gesagt wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wer die Karte wie gesagt noch nicht kennt, wie gesagt, mir ist sie durch die Lappen gegangen, aber schön, dass ich das Ganze jetzt dementsprechend jetzt hier noch so ein bisschen nachholen kann. Und wie gesagt, wer weiß, was mir für Karten noch so durch die Lappen gegangen sind. Wie gesagt, ich habe ja auch erst relativ spät mit dem Modding in OMSI 2 angefangen halt. Und da gab es ja schon seit OMSI 1 gab es ja schon die ersten Freeware-Karten, ja, und bei OMSI 2 wurden die natürlich dann alle umkonvertiert und es gab immer mehr und immer mehr, wie gesagt. Und wie gesagt, erst relativ spät habe ich dann angefangen, wie gesagt, hier so Karten zu installieren und so weiter. Wie gesagt, wer weiß, was mir da so alles so durch die Lappen gegangen ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like da. Schreib es auch gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Part hier hoffentlich wiedersehen. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.